Oh, es kommt schon wieder was. Gutes Schaf. Ey, stalk die hier sowas von. Oh, Mobberin. Ja. Oh. Yeah. Oh, was hat, ihr seid keine Schafe, ihr seid peinlich. Geh weg, geh mir aus den Augen. Du bist so schweigsam, Bennett. Du musst nur mehr erzählen beim Schiss machen. Wie weit bist du denn? Ja, ich bin eigentlich fertig. Jetzt muss ich das nur noch versetzen, dass es etwas symmetrischer wird. Ich habe noch 47 weiße Wolle für dich, nur mal so nebenbei. Brauche ich nicht. Junge, darf ich dich schlagen? Nein. Okay. Was tippst du da ein? Was tippst du da ein? Oh, hi. Scheiß. Boah, sie hat Berg. Lesen gelernt. Geh erstmal auf den Berg und guck mir das mal von oben an. Wo ist denn dein Stinkefinger, Arschloch? Arschloch Stinkefinger meine ich. Sowas kann ich nicht machen. Ey, das sieht aber geil aus von hier oben. Einfach mal lassen. Aber du musst das Acta noch hinterlegen, wenn du weißt. Darf ich dir mal was aushelfen? Okay. Weil der Boden mit Lapis Lazuli auslegen, aber okay. Nein, ich wollte den Boden einfach austauschen. Ja, ich wollte das Ding mit Lapis Lazuli austauschen. Aber weißt du, es ist geiler wegen dem Schnee. Ja. Ja! Du weißt schon, weil Schnee. Weil Höhle. So eine Pomp nach Armerin. Oh, Entschuldigung, ja, ich habe mir das irgendwie zu oft angehört in den letzten Tagen. Warum gebe ich jetzt einen Ohrwurm davon? Von. Scheiße. Wie kann man davon einen Ohrwurm bekommen? Ja, ganz einfach. Man guckt es sich an und denkt so. So, hol ich mal zwischen das A und das K. Guck mal, gut, dass ich die weiße Wolle noch hatte. Mehr. Gut, dass hier unten eine Höhle ist und die gerade reingefallen ist. Wir brauchen aber noch mehr weiße Wolle dann. Hinter Scheiß muss auch noch weiß. Nein, das reicht, das ist in Ordnung. Das muss da nicht. Doch, sieht besser aus dann. Meinst du? Nicht tun so. Okay. Aua. Wieso aua? Hier war eine Höhle. Oh. Irgendwie leckt es leicht. Und ich habe keine Wolle mehr gleich. So eine Kaki. Irgendwie leckt es nicht mehr leicht. Ich kann ja auch mit Schnee schaufeln. Irgendwie will mir... Was? Hä, warum willst du Schnee schaufeln? Ja, dann kann man das statt der Wolle, kann man ja auch Schnee nehmen. Nein. Wir haben jetzt mit Wolle angefangen, dann müssen wir auch mit Wolle weitermachen. Da liegt doch schon Schnee. Wir haben jetzt mit Wolle angefangen, jetzt müssen wir mit Wolle auch weitermachen. Da liegt doch schon Schnee. Wir haben jetzt mit Wolle angefangen, dann müssen wir auch Wolle... Da liegt doch schon Schnee. Sonst müssen wir die Wolle hier wieder alles rausreißen und mit Schnee ersetzen. Da liegt doch schon. Wir lassen jetzt weiße Wolle. Geh mir erst weiße Wolle sammeln. Geh erstmal schlafen und geh dann weiße Wolle sammeln. Ja, Papi. Schön. Wirklich. Ich werd hier gemobbt, ey. Von? Ja, von dir. Was hab ich denn hier schon wieder gemacht? Du existierst. Ich geh jetzt schlafen. Ey. Ja, mach das. Steht ein Hund an deinem Bett. Ich weiß. Der schlabbert mir jetzt das Gesicht ab, wenn ich aufwache. Oh, wie süß. Der guckt mich an! Mama. Dum, dum, dum.
Ich habe das Gefühl, es liegt wegen dir. Ja, das ist meine einschläfernde Aura. Aua. Wie wär's, wenn du mal etwas weiße Wolle besorgst? Ja, ich bin ja auf dem besten Weg. Hetz mich nicht. Tu ich doch schon. Doof. Doof, Mann. Wenn du mir zeigen würdest, wo die Schlafschale... Wo soll ich wissen, wo die Schafschlucht ist? Wo die Schalzucht ist. Wo die Schlafschluchtzucht ist, weiß ich doch nicht. Jetzt mal ein anderer Weg als vorhin. Vielleicht finde ich sie ja jetzt. Wäre natürlich toll, weil die ja voller Schafe... Hallo? Das ist sie tatsächlich. Ich habe noch eine Melone. Das ist gut zu wissen. Ich habe eine Scheißhöhle. Oh nein, ich bin die Fresse geflogen. Oh, wie süß. Hier ist überall keine Schulze. Ich verhungere. Dann ist was. Alles nur wegen dir. Essen soll nach einer neuen Studie helfen. Von wem ist die Studie? Von einem englischen Institut. Wer hat die Studie in Auftrag gegeben? Ein englischer Professor. Oh, ich will weiße Schafe. Ach, da ist ja eins. Hm. Hast du gewusst, dass wir hier eine wunderschöne Graslandschaft haben? Oh, das ist ja schön. Ey, das Schaf mocht mich. Das würde ich nicht scheren lassen. Ey, es leckt hier voll. Ich kann das Schaf nicht scheren. Ja, bei mir auch. Sieht an dir. Nein. Hä? Ich kann es aber anrempeln, aber ich kann es nicht scheren. Oh! Oh! Darf ich den Grund erfahren, warum du jetzt so machst? Ich hätte beinahe das Schaf angezündet. Du hast es mit Feuerzeug und nicht mit der Schere gemacht. Ja, und wundert mich, wieso das Schaf die Wolle nicht verliert. Oh, das war peinlich. Das war richtig peinlich. Ja, das ist es. Puh, halt nicht. Ah, zu spät. So. Ah, aber du kommst mir jetzt werde ich mich schön mit dir unterhalten und einfach nur auf scheiß Akta draufhalten, damit wir es als Thumbnail bekommen. Au, ja. So, also, was hast du denn heute so Schönes gemacht? Nächste Frage. Was hast du heute Abend so Schönes gemacht? Ich spiele mit dir. Ich plane. Weißt du doch, was ich... Stell mir doch mal eine interessante Frage. Boah. Was hältst du von... Gar nichts. Von gar nichts. Und eine Menge. Dann erzähl mir doch mal diese Menge. Also wenn alles gar nichts wäre, dann wäre alles... Gar nichts und gar nichts wäre alles und das wäre ganz schön geil. Warum wäre das geil für dich? Weil ich gar nichts weiß. Ja, das habe ich schon so öfters mal mitbekommen. Okay, ich frage dich jetzt eine Frage. Was war dein peinlichstes Erlebnis zwischen oder während deines 9. Lebensjahres? Was war das für ein Geräusch? Daran kann ich mich doch gar nicht mehr erinnern. Hallo, so alt bist du doch nun auch wieder nicht, dass du dich daran nicht erinnern könntest. Ich kann mich ja noch daran erinnern. Woher soll ich wissen, was ich in meinem 9. Lebensjahr gemacht habe? Das ist was Peinliches. Hallo, da war ich 8. Ich kann mich sogar erinnern. Ey, da war ich... Wie alt war ich denn da? Da war ich 5. Weißt du was? Da hab ich meine, du wolltest da... Lass mich doch mal ausreden. Als ich 5 war, habe ich meine Nachbarin beleidigt mit... Dass sie aussehen wie ein dickes Huhn. Und das war nicht mal böse gemeint. Weil ich wollte dir einfach nur sagen, dass sie aussieht wie ein dickes Huhn, weil ich mag dicke Hühner, ich finde die niedlich. Aber die hat dann, ist dann zu meiner Oma rüber, hat sich bei mir beschwert und meine Oma hat mir echt einen Einlauf verpasst. War weißt so peinlich. Du, also weißt du eigentlich, ne? Du machst da ja, weißt du, willst ja bei Akta weiße Wolle, damit es weiß ist wie in der Schnee. Weißt du, dass es sinnvoller ist, es einfach regnen zu lassen, denn da schneit es ja, dann wäre es weiß. Dann ist die Wolle auf dem Akta auch. Ich meine, dann schneit machen die wir Wolle der Schnee auf dem Akta weg. Du weißt ja nee, ist klar, ne? Du weißt ja schon, dass demnächst, wenn es da irgendwie mal schneit, dass auf Akta trotzdem dann auf Schnee liegt.
Ja. Ja. Na toll, dann kann ich jetzt ja viel Nein, sinnvoll. Dann machen wir da. Nee, wir machen das. Wir machen da jetzt weiße Wolle und dann machen wir da fucking hin. Oh. Glowstone! Glowstone. Glowstone. Oh ja. Der Untergrund wird doch keine Wolle. Wie? Glowstone. Dann machen wir halt hinter Scheiß noch Scheißwolle. Glowstone, 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 Glowstone. Hallo ihr kleinen Hundis. Dubbeldi-dub, dubbeldi-dub. Bennett. Ja, nicht singen. Ich sing gar nicht, ich dubbeldi-dubbeldi und singe nicht. Ja, aber es klingt schlimm. Ich fühle mich sehr hintergangen von dir. Hä? Boah, könnt ihr mal was fressen, ihr kleinen Stinker? Ich komm jetzt zu dir, mir ist das hier zu langweilig. Hast du auch schon die weiße Wolle? Für Hinterscheiß. Nehmen wir halt. Du weißt schon, dass du auch einfach eingeben kannst. TPQB. Du musst nicht den vollen Namen eingeben. Ja, ja. Ja, ja, ich sag mich Marsch. Ja, ja. Ja. Nein, ich habe erst. Was machst du da? Da kommt Glowstone hin. Und wo machen wir dann die weiße Wolle hin? Hinter der Scheiß. Hinter der Scheiß kommt auch Glowstone. Was mache ich dann mit der weißen Wolle? Glowstone ist. Verwandelt es irgendwie in Glowstone. Du kannst auch in Nether gehen und noch mehr Glowstone holen. Wir brauchen noch viel mehr Glowstone. Ich soll jetzt alleine innen? Ja, okay, ich gehe ja schon. Oder wir machen es so kariert, so weiß, glow, weiß, glow. Wieso hast du hier Blätter abgehackt mit der Schere? Weil da ein scheiß Baum im Weg stand. Der ist doch plötzlich plötzlich so gespawnt. Der ist doch so gespawnt. Wir werden noch mehr Bäume spawnen, weil hier nämlich noch Setzlinge stehen. Mach die mal weg. So. Ja, okay, wir waren bei deinem peinlichsten Erlebnis. Okay, dann erzähl mir irgendein Alter. Ja, Gott. Peinliches Erlebnis. Jetzt trau dich. Ja, mir war noch nie was peinlich. Ich habe noch nie was Peinliches erlebt. Doch. Nee. Muss ich von Schwabbel erzählen? Schwabbel? Das ist doch nicht peinlich. Das war süß. Naja, okay. Der kleine süße Schwabbel. Das ist doch nicht peinlich. Na gut, dann ist es halt nicht peinlich. Das ist diese kleine Schwabbelsche. Peinlich. Ich sollte... Wann ist mir was Peinliches passiert? Komm, dir muss doch mal was Peinliches passiert sein. Ich überlege. Jedem passiert mal was Peinliches. Ich überlege. Wo packe ich denn jetzt Schnee rein? Ich bin total aufgeschmissen. Holz. Mir irgendwas Peinliches passiert. Oh. Der Junge ist sowas von wie heißt denn das Wort? Häufen. Nee. Das meinte ich nicht. Ich will eine Kiste, wo Schnee drin ist, Menno. Warum sitzt der Hund auf der Kiste? Lass ihn doch, er hat Spaß dran. Ich finde das aber irritierend. Achso, ja. So, ich gehe jetzt in den zu spät. Ja, genau. Ich brauche noch ganz viel Glowstone, ganz viel. Ja, ich gehe ja schon. Ich komme mit. Hier unten ist irgendwo ein Zombie. Warte auf mich. Hier ist trotzdem irgendwo ein Zombie. Warte auf mich, verdammte Scheiße, ich muss mein Inventar lernen. Mein Inventar ist voll mit Fluch. Schluck mich nicht an! Ich bin sensibel, du blöder Bastard! Du bist nicht sensibel. Nein. Du bist ganz gar nicht sensibel. Nein. Wenn du sensibel wärst, pfff. Benito, wir sollten vielleicht langsam mal, du weißt schon was. LP-Pause. Ja. Und dann brechen wir Nether auf. Dann machen wir dieses extrem geile und dann brechen Video. Wir letzten Nether auf. Okay, dann machen wir tschüss und dann sehen wir uns demnächst in ein paar Jahren und tschüss und hier und da und du kannst auch mal tschüss sagen. Tschüss.